Lupo mit Pablo, herzlich willkommen. Wir sind hier in Gelsenkirchen auf dem zweiten Stop. Neben mir sitzt Sascha Ewes. Wie geht's dir? Ja, hallo, alles gut. Sascha, pass auf, ich kenne dich schon so lange. Und meine erste Frage ist, du warst schon mal Vize-Deutscher Meister. Ja. Super lange her. Aber dann kam nichts mehr. So, du bist zuerst auch schon mitgefahren. Du warst eher international, was weg. Dann warst du Streetfahren, dann hast du eine Verletzung. Hast du keinen Bock mehr aufs US Cup oder wo warst du die letzten Jahre? Das heißt, also ich war ja immer wieder mal irgendwie auf irgendeinem CUS Cup. Ja, aber wir wollen, dass du jeden und dann wieder, dass du dem Alex, dem Radke, denen so ein bisschen in die Quere kommst, weil du kannst es. Ja, keine Ahnung, also ich hatte jetzt nicht wirklich Bock, weil ich halt den Shit auch selber zahle halt, ne, teilweise. Also ich fahre selber irgendwo, wenn ich irgendwo hinfahre, zahle ich selber meist und keine Ahnung, ob sich das jetzt so für mich lohnt, nach Russ zu fahren, wenn ich eh weiß, ich gehe da hart Party machen, ne, und konnte es nebensächlich. Ich habe mich jetzt das letzte Jahr so ein bisschen darauf konzentriert, ein bisschen zu reisen und das ein bisschen mit Skaten zu verbinden. Ja, film halt gerade vom Part und das ist gerade so ein bisschen geiler für mich halt als Contest fahren. Ja, ist schon, ich gebe dir recht, das ist schon geiler, aber du hast das Talent für Contest fahren. Du hast dieses gewöhnte Etwas, wo du, wenn man weiß, dass du abrasierst, ein Run, die Jam Session. Bitte nutz dein Talent, wir wollen dich öfter sehen, du bist gern gesehen in der Gast am Tourist. Ja, danke für die Props. Du hast ja schon Tourist gewonnen, du hast sogar den Ring. Ja, du bist schon Club of Skaters Mitglied. Ja, yeah. Ist ja auch cool. Nur, wie gesagt, ich gucke, dass ich jetzt erstmal ein bisschen mehr reise und was von der Welt sehe. Nebenbei halt, wie gesagt, für meinen Part was filmen und ja, das sind halt jetzt erstmal die Pläne halt. Ne? CUS Cup ist geil, klar, aber ich habe keinen Bock mehr halt irgendwie ewig weit zu fahren, um Contests dann zu skaten. Ne? Ja, vor allem, wenn man selber zahlen muss. Also, müsst ihr mal definitiv, Leute, mal, wenn ihr ein paar Sponsoren noch offen habt, checkt den Typen ab und holt euch den und supportet den mal, das wäre super. Ich habe letzte Frage. Was sagst du, was es für eine Alternative gibt zu Skateboarding? Neben Saufen und Party machen? Nein, Spaß. Alternative neben Skaten? Kreativ sein, irgendwas Eigenes machen, keine Ahnung. Ne? Ich habe mich mal dran probiert, irgendwie Boards, aus alten Boards, halt Cruiserboards zu machen, so, vielleicht das. Das ist ja wieder Skaten! Ja, mein Gott, Alter, aber es ist halt richtige Antwort! Richtige Antwort! Nach alternativen Skateboarding gibt's, du machst Cruiserboards weiter, ja, oder? Ja, nee, du machst halt einfach irgendwas für die Leute, so, du gehst halt irgendwie, weiß ich nicht, auf YouTube, hast deinen Channel, weißt du, und machst halt irgendwas zu Skaten. Keine Ahnung, Alter. Ich trainiere halt noch Kinder und probiere denen halt Skaten beizubringen und ja, easy. Hey, super geil. Allerletzte Worte gehören dir. Alles oder nix, Alter. Yes! Peace!